treffen den Turm nicht. Mach das mal den Turm. Der ist näher. Immer bei 7 Schuss. Das Ding ist nur ein Treffer und dann ist er weg. Ich habe so ein Gefühl, dass ich keinen der Türme bekomme. Ja. 38, das ist okay. Das heißt noch 3 Treffer, 3 Säulkugeln, die da treffen oder 3 Steine und dann ist der Turm weg. Der muss weg, der Turm. Die sind mächtige Dinger. 75, noch ein Treffer, come on. Innen trifft es auch ein bisschen die Jungs. Sehr schön. Warte, hier die mittlere soll es besonders erwischen. Warte, hat der eine Rüstung hier gehabt? Dort, Turm weg. So. 4 Schuss für einen Treffer. Come on. Ich meine, der Schussweg ist doch hier perfekt. Geht doch. So. Das dürfte mal hier da drauf hauen. Damit die da mal durchrollen. So, wir brauchen Bogenschützen. 1, 2, 3, 4, 5. Damit die hier angeschossen werden, damit ich hier durchkomme, damit ich mit meiner Kavallerie hier durchreiten kann. Weil das nervt dann immer, dieser Engpass. So, Tower ist hier Dings dazwischen. Die treffen wir da alles und Gegner nicht. Okay, da hat es ein paar erwischt. Doch dürfen sie zweimal schießen. Wie die umherfliegen. Also ich hoffe ganz ehrlich auf so ein DLC, wo dann Kanonen etc. Musketen und so dabei sind. Die Männer brauchen Munition. Brauchen sie nicht. Schwerter, bereit! Außerhalb des Dürmchens, das ist gut. So. Kann man nicht treffen, also ganz noch ein Stück näher ran. Wir müssen nur das hier wegpusten. Damit das hier flüchtet. Das ist alles, wir müssen sie nicht machen. Den Rest mache ich alles mit der Kavallerie. Ich renne dann da rein und dann weg und dann da hinten habe ich dann Nahkämpfer. Auch nicht das Problem. So, fokussiert das mal Feuer auf die, ja. Denn das hier ist mittlere Speerinfanterie. Gefällt mir gar nicht. Muss weg. Es sind so 70. Das heißt, hier unklar ab. 50. Unser Sieg ist nah. So, die hauen ab. Jetzt den Bier. Den Hauptmann. Don't cheese Lubu. Lubu ist, glaube ich, tot. Schätze ich mal. Warte, wo hat ich angegriffen? Was ist denn der Scheiß? Seid ihr besoffen? Ob die noch? Ja, die ist ja, stell mal hier auseinander her. 10 Schuss haben die drin. 13. Ach, das gibt's ja nicht. Die Hälfte davon ist auch schon tot. Einstellen. Nee, das ist noch alles Kavallerie. Ich hoffe, die kommen noch hier einigermaßen raus. Jetzt warten wir, bis die da näher kommt, dann schicken wir die in die Flucht. Da kommen ja auch mehr. Das war jetzt vielleicht die Chance, da reinzurennen. So, das könnt ihr euch hier wieder normal machen. Toll. Von 160 Fallen habe ich nur 53. Das waren richtig geile Nahkämpfer gewesen. Ein Stück zurück. Weil ich will die haben.
Warum ich da so lange warte? Ich kann doch hier einfach angreifen. Zack, rein da. So, während die jetzt da versuchen, da reinzugehen, schießen wir schon die nächste Hellbart an. Das ist jetzt einfach nur leichte Hellbart-Infanterie, das ist easy. Mittleren Gegenschwer einfach, die können wieder zicken machen, also zickig werden. So, die werden jetzt wieder ordentlich zusammengeschossen. Da habe ich Muni. Okay, wenn die anderen jetzt wieder in Nahkampf gehen, die gehen wieder in Nahkampf. Sind die besoffen? Hört auf damit. Feuert. Die müssen hier Flare bauen. Voll. Hauen schon ab. Bleibt noch Dina. Das geht auch ganz schnell, ja. Das ist nur reine Bauernmiliz, die überrennen wir. Easy. Das ist 60. Die sind weg. Jetzt haben wir die Kavallerie. Wo ist er? Jetzt gibt es nämlich keine Nahkämpfer mehr. So, ein paar Truppen leicht geopfert, aber ist egal. Den Rest machen wir alles jetzt von der Kavallerie. Plänkelmodus. Gibt keinen Plänkelmodus. Okay, die können vielleicht noch Probleme machen, ja? Die Jungs hier. Sollten wir vielleicht vorsichtig agieren. Ist egal. Nur nicht die angreifen, das ist ja nämlich saublöd. Oh, die haben auch gleich ab. Wunderbar. Sobald die weg sind, kann ich dann da durchrennen. Aber sehr hohe Verluste. Wir funktionieren die Helden in den Total War. Hier agieren sie bei mir zumindest als General. Mit Kavallerie. Haben keine Sonderfertigkeiten, sondern ist einfach nur, ja, typisches Moralsystem. Wenn die in der Nähe sind, haben halt die Jungs einen kleinen Moralboost, hauen also nicht so schnell ab. Agieren aber derzeit bei mir nur als, Kavalleriehelden. So Einzelhelden nicht, wie es im Warhammer ist. Dafür musst du mit denen rekrutieren. Es gibt 4, 5 unterschiedliche Klassen. Es gibt den Streiter, es gibt den Wächter, es gibt den, hier diesen, was ist das hier? Fernkampftypen. Es gibt einen Kommandant und dann gibt es auch eine Klasse. Und je nachdem, was für eine Klasse du hast, kannst du auch dementsprechend dann andere Jungs dann rekrutieren für deine Armee. Und das ist ganz chillig eigentlich. Das ist ganz witzig. Hat aber das Problem, finde ich, dass du halt nicht ja, so richtig Kavallerie einsetzt. Weil du hast ja nur die Generäle. Also du machst eine Armee komplett nur mit Kavallerie. Das ist ein bisschen schwieriger. Das ist ein bisschen knifflig gemacht. Also, aber ansonsten ganz chillig eigentlich. Ganz cool. Ich weiß jetzt gerne, wo die herkommen oder hergekommen sind. Ja, schießt da drauf. Wenn ihr Pfeile hat, da drauf. Ah, ihr seid blöd. Das war dumm. Den Männern fehlt Munition. Zieht eure Waffen. Kann sein, dass die Helden in Zwickings stärker sind als im Hammer. Also hier? Nee, weil das ist reine Kavallerie. Sobald hier so ein Sperrtrupp kommt, ist die Feierabend. Wie die jetzt in den anderen Modus sind, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Das wird auch bestimmt neu gepatcht. Das wird garantiert neu gepatcht. Selbst wenn die so ähnlich stark sind wie in Warhammer. Aber geil, da hast du so eine Art Dynasty Warrior Spielchen. Mit Dings. Also, das ist ja das Tolle an Three Kingdoms. Du kriegst beide Varianten. Du kannst entweder oder spielen. Das ist das Coole dran, finde ich. Irgendeine Mod wird das schon beheben. Irgendwann. Und das ist halt
Wenn du es halt klassisch magst, so mit Generälen, die halt so rumrennen, herzlichen Glückwunsch, spiel CD-Modus. Und wenn du es so magst wie in Warhammer, ja, gelegentlich schon, machst du es halt andersrum. Dann hast du es aber auch mit mächtigen Helden, Gegnern zu tun. Das ist ja das Tolle. Also man kann keiner erzählen, ich werde das, nachdem ich das Spiel dann einmal durch habe, werde ich das dann sowieso nochmal in den anderen Modus spielen. Dann natürlich auf Legendär. Dann werden wir mal gucken, wie stark die wirklich sind, die Helden. Ich bin immer sehr gespannt. In den frühen Total War 3. Ja. Kann man so sagen. So, warte mal. Die erstmal reinziehen hier. Könnt ihr kämpfen? Nahkampf? Könnt ihr? Nein. Lass mich jetzt wundern, dass ich hier nicht durchkomme. Ich würde mir Haus überlegen. Dachte ich. Als ich das kaufe, spiele ich wie in Dynasty Warriors. Kannst du machen. Wenn es Spaß macht, weil in erster Linie geht es ja darum, macht es dir Spaß, wenn du es dir kaufen würdest. Das musst du für dich selbst verantworten. Ich muss sagen, für mich gab es mehrere Gründe, das Spiel zu kaufen. Erstens, ich bin alteingedienter Total War Veteran. Hab fast jedes Total War gespielt, was es gibt. Bis auf dieses Britannien, weil da hatte ich gar kein Interesse dran. Also hätte ich schon Interesse dran, aber halt. Mein Budget ist jetzt nicht so groß, dass ich mir Dings und Dings, und deswegen habe ich ja auf das hier gewartet. Sauber, hier bricht alles zusammen. Nice. Bester Sieg. Also ich musste mich entscheiden, entweder Britannien oder Three Kingdoms, und dann habe ich hier auf Three Kingdoms gewartet. Das war vielleicht zu kurz der Abstand, sag ich mal. Es dauert nicht lange, bis das Blut-DLC kommt. Das wird wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Monaten kommen. Aber das Blut-DLC wird hier nichts viel bringen, denke ich mir mal. Weil dazu bist du wirklich zu wenig in der Schlacht drin. Ich hol's mir trotzdem. Aber ich bin mal gespannt, was für DLCs kommen. Also definitiv kommen Fraktionen, das ist klar. Und dann wahrscheinlich Zeitalter. Und ich hoffe auf ihren Zeitalter, was so ein bisschen Musketen. Jeder Sieg und Kanonen. Dem Reich Sicherheit. So, dass du ein bisschen Empire so machen kannst. Das wäre geil. Es wäre ratsam, diesen Ort zu besetzen. So, Holzlager haben wir. Armee aber stark angeschlagen. Lager für Kieferholz. 150 Einkommen, 15 Handelseinfluss, 160 Einkommen, Militärvorräte. Ah, dann hier, nimm hier. 150 Einkommen, komm hier, 150 Einkommen. Jetzt geht mir langsam die Kohle aus da oben. Okay, Armee muss ich hier, kann ich lagern? Lagern kann ich nicht. Okay, also wie gesagt, Ziel ist diese Stadt. Wenn ich diese Stadt habe, kann ich das Gebiet hier komplett halten, weil die müssen dann immer dagegen angreifen. Hier das Ackerland ist eine Armee drin. Hat sich schon mehrfach gezeigt, dass ich das Ackerland locker auch alleine halten kann. Was ganz cool ist. Oh, Freunde. Sehr nett. Aber der Rest ist jetzt komplett relativ. Ich habe hier einen Kollegen, der nicht mitmacht im Krieg. Das ist doof. Eine Rebellion da oben ist auch doof. Steigt noch mehr Rebellion irgendwie. Minus 6. Das ist schön. Wüsste gerne warum. Ah, ich weiß warum. Weil wir die Ordnung nicht hochgezogen haben. Ziehen wir jetzt hoch. Ist okay. Hier ist. Hier ist auch mehr oder weniger. Hier, das ist Donglai. Okay, das ist hier die Kaiserstadt. Da wollen wir haben. Was wollen wir da haben? Privatlehrer, stimmt's? Private Werkstätten. Private Werkstätten, nein. Hafen, Verwaltung, Konfuze, Steuerantreiber, militärische Wehrpflicht, Markfest, Schulen. Eine Schule. Wo sind hier die Privatlehrer? Akademie? Große Akademie. Hä? Nee. So nicht. Um diesen da oben zu erforschen, brauche ich diplomatische Mission. Für Handelseinfluss, okay. Um das hier oben zu bekommen, brauche ich hier vorne einen Privatlehrer. Privatlehrer brauche ich eine Bezirksschule. Doch, einfach nur eine Bezirksschule. Geht doch. Und her mit der Bezirksschule. Das reicht schon. Das muss ich bauen, muss ich noch nicht mal ausbauen. Das dann einmal erforschen und fertig. Und dann komme ich dann an bessere Bogenschützen ran. In ein paar Wochen. Außer einer gelben Turbane mit Chang Xiao, das habe ich leider nicht. Leider. Gibt es was zu beachten, wie man seine ersten Städte ausbaut? Ich persönlich würde definitiv Folgendes empfehlen. Wenn du das ausbaust am Anfang, natürlich eine größere Mauer, ist natürlich klar. Immer wenn du ausbaust, kostet dich das Nahrung. Das ist übel.
Das ist richtig übel. Finde ich jedenfalls. Meine Nahrungsproduktion, siehst du, geht dann hier minus 2, minus und, also bis Stufe 3 kommst du ohne Nahrung aus und dann geht's hoch. Mit jeder Stufe kriegst du einen Block rein. Das Problem ist, wenn du mal guckst, du hast nicht viel Garnison. Selbst wenn du hier oben reinguckst, hast du nicht viel Garnison. Das heißt, du brauchst immer nahezu eine Armee, damit du damit irgendwas machen kannst. Das sind für hintere Städte, ist das dufte. Für Städte an der Front ist das aber Katastrophe. Ja, dann kommt eine Armee vorbei, setzt dich rein und herzlichen Glückwunsch, kannst du nicht aufhalten. Was ich aber empfehlen kann, ist das öffentliche Ordnungsgebäude. Militärischer Weg hier, militärische Infrastruktur. Du kriegst nicht nur öffentliche Ordnung rein. Du hast hier zwei verschiedene Sachen, ja, bis zu drei Gebäuden. Ich mache den Weg hier, weil das bringt mir im Endeffekt, bringt mir das plus öffentliche Ordnung, Militärvorräte und weiß der Geier was. Du kriegst dann hier weitere Garnisonstypen rein. Damit kannst du so eine Stadt auch mal alleine lassen und mit etwas Glück eine Armee zurückschlagen. Zwei Armeen wird ein bisschen knapp, aber eine Armee solltest du schon zurückschlagen können. Das ist sehr, sehr wichtig. Ansonsten würde ich empfehlen, immer reinzuknallen, nicht das Gebäude hier rechts, weil 24 Nahrungsproduktion, das kannst du vergessen. Oder minus 18 Nahrungsproduktion, das kannst du vergessen. Du brauchst ja die Nahrung zum Ausbau deiner Stadt. Immer hier das linke Gebäude im Handelslandentwicklung. Das bringt dir nochmal plus 5. Das ist Pflicht. Du brauchst das. Brauchen wir nicht diskutieren. Das ist, geht nicht, weil jedes Mal, wenn du mal ausbaust, wenn du mehr Bewohner reinholen willst, kostet dich das Cola. Also Nahrung. In jeder Stadt kommt diese Nahrungsgebäude rein. So, dann auch nochmal wichtig vielleicht hier dieses zweite Nahrungsgebäude, wo ist es? Hier mit diesen plus 100 Nahrungsproduktion, beziehungsweise hier hinten plus 150 Nahrungsproduktion. Das heißt, da machst du statt 5, machst du dann 10, mit 150 machst du halt 12,5 Nahrung. Ist verdammt wichtig, weil so ein Glück, nutzt hier Fischereihafen und Ackerland, gleich drei davon in der Nähe zu haben. Das ist wirklich Glück, weil ich habe hier oben angefangen, ich hatte hier einen Nutztierhof, dann gab es Eisenmine, Stadt, Kleinstadt, Holzplatz, Pferdeweiden, Stadt, ehe ich nächste Fischerei bekommen habe, da war Weihnachten bei mir vorbei. Ich meine, jetzt habe ich Glück, das hier ist jetzt richtig Kornkammer hier die Ecke. In jedem anderen Spiel wäre das immer Angriffsziel Nummer 1, weil das strategisch so wichtig ist. Du hast hier ein paar Städte und drei Bauernhöfe hier, also Nutztiere, Fischerei und Dings. Wie viel haben wir die? Das hier ist Nahrung plus. Steht's hier? Nahrung plus 25. Nahrung plus 18. Nahrung plus, gut, sollten wir mal ausbauen, plus 6. Rechnest dir aus? Das ist. Dann kannst du das halbe Volk versorgen. Also Nahrung ist sehr, sehr wichtig. Also Garnison und Nahrung. Der Rest ist relativ. Der Rest ist einfach nur Spielsachen. Ich meine, ich habe jetzt erst nach knapp 180 Zügen das erste Mal ein Getreidesilo gebaut. Oder ich baue jetzt das erste Mal eine Schule. Für was brauche ich eine Schule? Das ist 25 Unterhaltskosten, 20% mehr Charaktererfahrung, fraktionsweit. Wow. Die Charakterentwicklung ist eine tolle Sache. Jetzt hört sich das erstmal gut an. Die kriegen 20% mehr Erfahrungspunkte. Das ist eine super Sache. Das hier unten, das nimmst du zum Verwalten. Das hier oben, beziehungsweise ein bisschen aus der Mitte, nimmst du zum Kämpfen. Der Rest? Wozu brauche ich alle Skills? Brauche ich nicht. Ich wüsste nicht wofür. Nur so als Beispiel. Also Nahrungsgebäude und Garnison kann ich empfehlen. Das sind die wichtigsten. Und der Rest Landwirtschaft oder halt Handel. Und dann brauchst du mindestens einen, mit dem du handelst. Mein Handel besagt, ich mache Handel von 4000. Mit dem, das ist mein einziger Handelspartner. Ich habe sonst keinen. Wir wollen die Stadt. Stadt. Wir wollen die Stadt. So, irgendwas wollte ich machen und ich habe es wieder mal vergessen. Ach, Zug beenden. Okay, beenden wir einen Zug. Hast du mit Banditenlady angefangen? Nee, mit den Typen da drüber. Mit den Typen da oben drüber. Nicht der Banditenlady. Die Banditentypen. Weil so ein Stadthalter wollte ich nicht, so, keine Ahnung. Dings wollte ich auch nicht hier, diesen Koalitionstypen. Deswegen habe ich den da oben genommen. So einen richtig schönen Gesetzlosen. Macht auch Spaß. Das ist jetzt scheiße. Das ist richtig blöd. Ich will hier auf die Stadt vorrücken. Fischereihafen hinten in Gefahr. Ackerland, na, noch nicht ganz in Gefahr. Rebellion da oben, der baut sich nicht aus, also kann ich ihn noch ignorieren. Noch. Der ist nicht feindlich, das ist gut, so wie es aussieht, oder?
Hat keine rote Umrandung, das heißt, er ist nicht feindlich. Zheng Yang hat Tu Wang ein Friedensabkommen unterzeichnet. Aha. Kan Chu Yang hat mit Tu Wang ein Friedensabkommen. Sehr schön. Separatisten. Und werf mir Laub ab. Hat Quang Shi zum Vasallen gemacht. Auch nicht schlecht. Ich sollte mit denen echt mal hier Frieden schließen hier. Der Typ ist jetzt mit niemandem mehr im Krieg. Ach, schön. Das macht Spaß. Unmöglich. Quan Juring. Das ist jetzt blöd hier unten. Das ist richtig blöd. Völlige Torheit. Das ist zwar eine halbe Armee und ich ignoriere die ganze Zeit, weil der kriegt hier nichts dazu. Er sollte eigentlich auch nichts erobern können hier. Aber mit denen kann er was erobern. Ich will aber nicht hier raus auf See. Euer Herr ist zurückgekehrt. Das Dumme ist, dass ich nicht... Achso, da, okay. Nee, das bringt doch nichts. Machen wir hier erstmal. Koalition? Abbruch. Achso, ist mein Eigner, Entschuldigung. Richtung Schicksal. Gehen wir auf den. Unsere Mission ist gerecht. Aber sie hat nichts. Ach, mit dem bin ich jetzt in Frieden. Warum bin ich jetzt mit dem in Frieden? Ja, das ist jetzt taktisch unklug. Das ist jetzt taktisch blöd. Nächste Stadt wäre hier unten. Nächste Stadt wäre jetzt hier unten. Das heißt, über die Eisenmine. Dann komme ich hier an der Kaiserstadt vorbei. Da wird er sich freuen. Ja, die Dame. Die wird sich dann richtig freuen, wenn ich da zu Besuch komme. Wenn ich jetzt hier reinspaziere, die Kaiserstadt aber ignoriere, bis zur Stadt oder Kleinstadt komme, dann ist das mir oben immer ein Dorn im Auge. Aber ich könnte hier oben nochmal eine zweite Armee mitnehmen. Wäre praktisch. Wie sieht denn hier erstmal rum? Eine Runde, um ins Wasser zu gelangen. Eine Runde, um dann da drüben wieder anzukommen. Und schlecht. Ackerland geht drauf. Das ist gut. So, das ist Magistrat für mehr Einkommen aus allen Quellen. Das ist auch doof, ne? So, für mehr Moral. Passt ja soweit alles. Das ist auch alles okay. Wird ja gebaut. Hier sollte ich bauen. Kann ich aber nicht. Ich habe 39 Nahrung und ich traue mich nicht, die Städte da auszuhalten. Aber ich muss bauen. Ach man. Minus 6 Nahrung. Nee, minus 16. Für 6000. Nee, das bin zu teuer. So Kohle habe ich jetzt auch nicht. Moral geht hier unten aber down. Warum? Warum geht die Moral down? Öffentliche Ordnung, Bevölkerung, Veränderung dieser Runde derzeit gigantisch sinkend. Nahrungsproduktion geht nach oben. Kann ich aber immer noch nicht weiter ausbauen. Handelseinkommen, 100% Handel. Ist die Siedlung erst ausbauen, um das ausbauen zu können. Scheiße. Warum geht jetzt hier die Moral down? Echt, die wollen ja die ganze Zeit rebellieren, kann das sein? Umsatzkosten für 25 Nahrung, bla bla bla, Kostenverringerung. Und halt plus 50 Wachstum. Das ist doch Schwachsinn, das ist doch Rotz, das Gebäude. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Plus 100 Bevölkerung, die kommt eh automatisch rein, abreißen. Das ist doch Schwachsinn, da kommt lieber irgendwas rein, was Ordnung bringt oder irgendwas anderes dazu. So, ich könnte wenn, hier fehlt bestimmt Auftrag. Ja, was haben wir denn? Einkommen aus Handel, Industrie, Baukosten, Bauzeit, Gebäudeunterhalt, militärische Vorräte, Korruption, auch nicht schlecht. So, die bietet mir an Landwirtschaft. Landwirtschaft. Dann Kao kommst du rein hier zuweisen. Bam, das gibt Kohle ohne Ende. So, hier wird immer noch Fettkohle. So rein aus der Landwirtschaft zugewiesen. Daher hat noch Fettkohle auch Landwirtschaft zugewiesen. Sch
spiegelt sich nach der nächsten Runde. Da gibt es 100 Kleingeld. Ah, Armeen. Okay, mit denen habe ich jetzt Frieden. Auf zur Eisenmine. Okay, hier oben versuchen wir den abzufangen. Der rekrutiert noch nicht weiter, ist immer noch auf 2, das passt. Kaiserstadt kann ausgebaut werden. Privatschule brauchen wir. Getreidesilo, warte, muss ich das dann weiterbauen? Getreidesilo oder nicht? Benötigt großen Kornspeicher 5, okay. Ja, muss ich den weiterbauen. Zack. Dieses Gebäude benötigt folgende Reform. Ausgleichslager. Ach, wird benötigt. Nee, 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 nee. Da muss ich das ja auch nicht bauen. Abbruch. Plus 4 Nahrung. Ah, ich habe jetzt gleich in 3 Runden verbesserte Infanterie. Schaltet nur Gebäude frei. Muss ich hier also nicht. Ah, das ist gut. Okay, dann kann ich das Getreidesilo dann abreißen. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Da kann ich dann irgendwas reinbauen, was mir was bringt. Ah, da. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Doch, ein bisschen. Ein bisschen nicht. Passt. Der ist vom Rübersiedeln und hier unten Ackerland wird ja erstmal bewacht. Die geht jetzt über die Eisenmine. Versuchen wir dann dahin zu gelangen. Und dann kann ich dann nach der Eisenmine dann Frieden mit der machen. Warte mal. Dass der Vasall ist, vielleicht kann ich den ja jetzt zwingen, gegen die Dame anzutreten. Dann gewinnt die und dann komme ich ja doch noch an die Stadt ran. Weil im Endeffekt will ich sie haben. Mal gucken. Klappt doch bestimmt. Er gehört zu Königreich Wu. Wollt ihr mich verarschen? Das ist Wu? Das ist die hier. Wir wollen den haben. Da, schon besser so. Quan Shui noch was. Bündnis oder nicht Bündnis? Ist denn kein Bündnis. Mag mich aber. Nicht ihr nicht. Schon wieder. Warum hat die mich denn angegriffen? Die ist noch neutral. Es gibt kaum noch keine Neutrale hier in der Hinsicht, oder? Da hinten vielleicht immer. einladende Koalition. Oh, der hat aber auch gegen jeden was, oder? So, die unten leben noch mit, naja, ein paar Sachen. Geht dann eben weiter im Text. Genau, der siedelt dann rüber, das ist okay. Der kann noch 2-3 Runden warten, weil ich brauche erstmal die Eisenmine. Und dann geht es dann da hoch. Wenn ich die Eisenmine habe, mache ich dann mit der Frieden, weil die ist dann rechts nicht mehr vorhanden. Bis auf 1-2 Armeen. Das kann sein, dass die jetzt hier außen rum siegen und dann in die Flussrichtung Heimat. Wenn ich Glück habe. Schauen wir mal. Das ist mein Spion. Und ich stehe ja kurz davor, Königreich zu werden. Herzogtum bin ich ja schon. Jetzt kommt er da wieder zurück. Der will hier das Holzlager haben. Ey, es macht schon viel mehr Spaß, wenn du unten 2 Armeen hast, statt nur einer. Wenn ich aber dran denke, dass ich noch so viel umrüsten muss. Oh. Aber ich freue mich jetzt gleich auf die etwas bessere Speerinfanterie. Die halten da wenigstens was aus, die Jungs. So, Herzogtum Wei hat Konsum Ying zu einem Stellvertreterkrieg aufgehetzt. Auch nicht schlecht. Herzogtum Wei hat Krieg beigetreten gegen Königreich Wu. Ärger braut sich zusammen. Das Mindeste, was ihr für eure Männer tun könnt, ist sicherzustellen, dass sie gut zusammenarbeiten und kämpfen können. Doch es gibt auch solche, die es einfach nicht in der Gegenwart des anderen aushalten. Zwei Krieger sind so verbittert, dass sie den Anblick des jeweils anderen nicht ertragen können. Wenn das nicht eingedämmt wird, könnte es zu einem Problem werden. Gong Xuan und Han Dang.
Der Name kommt mir bekannt vor. Müssen wir mal gucken, wo die sind. Ah, wenn das die Krieger sind, dann muss das ja hier sein. Handang, der. Er kann sich mit dem hier nicht irgendwie gut stellen. Der ist natürlich blöd. Ich folge eurem Ruf. Und den kann man ja, glaube ich, austauschen. Möge Gelächter in den Sälen erschallen. Achterüberblick öffnen. Ausgewähltes Gefolge wechseln. Habe ich einen blauen? Ich habe natürlich keinen blauen. Das ist natürlich blöd. Ich rekrutiere mal schnell einen. Einen kann ich mir zumindest leisten. Wenn du mal einen blauen brauchst, dann ist gar nicht verfügbar. Oh, Verwalter ist wieder da. Nee, auch nicht. Aber ich kann mir einen von denen leisten. Das ist gut. Das ist gut. Hier ist er. 32. Gekauft. Rekrutiert. So. Wie kann ich dienen? Ausgewähltes Gefolge wechseln. Okay, gerade gekauft. Darf nochmal 600 zahlen, damit er diese Armee führt. Hä, das Problem ist jetzt aber, der kommt nicht an die Schwärmvertrieb dran wegen seiner Artillerie. Das ist blöd, da muss ein anderer dran glauben. Ich brauche unbedingt blauer. Ich habe keinen Plan. Verdammt. Kommandant vielleicht. Ja, komm, hier. Obwohl, der mag schon die anderen da nicht, das ist auch blöd. Der mag die. Mao Zhao. Oder mal grün vielleicht. Ne, hab ich nicht. Ach, hier ist ja auch keiner hier zufrieden, echt. Für 2000, die spinnen wohl. Der mag die überhaupt nicht. Dann Mao hier rein. Bam. So, ich Thema, die Folge wechseln. Eurem Ruf. So, diese Armee, out of game. Raus. Raus. Die kann auch raus. So, rekrutieren wir mal. Armee zusammen. Wir brauchen auf jeden Fall Bogenschützen. Kommen dann da alles rein. Gesetzlose des Schwarzen Berges. Bam. Warte mal. Was können die eigentlich? Der einzige Weg, den feindlichen Kavallerieangriff zu bewegen, begegnen, ist, die Pferde näher kommen zu lassen. Oh Gott. 38 davon, 42, 100. Kostet mich 200 Unterhalt. Na ja, komm, einmal. Kann mich auch mal mitnehmen. So, der braucht meine Lieblingsjungs, Milizen. Ah, ne, Bogenschützen. 1, 2, 3, 4. Katapult haben wir nicht mehr. 5, 6. Damit habe ich da noch einen Nahkampf drüber. Ja, fast pleite. Bauen ist nicht mehr. Armee musste nur ausgestattet werden. Das dauert jetzt bestimmt 3-4 Runden. Wenn der kommt, kleines Problem. Und das nur, weil die da rumzicken. Weil die sich nicht leiden können, die Penner. Anstatt mal miteinander zu reden. Hier unten ist genauso schlimm. Der kann die anderen da nicht leiden. Die können den nicht leiden. Die kann die anderen zwei da nicht leiden. Was ist denn das für eine Armee? So, hier gehen wir rein. Ist mir egal, was da ist. Rein da. Jetzt wird erobert. Ja, ich muss sagen, ich habe heute mehr erobert als in der gesamten letzten der Woche. Ein Hoch auf vier Armeen. Worte. Wollen wir? Sobald ich die Forschung alle durch habe, muss ich dann Wirtschaft pumpen, nun damit ich mir die türkischen Truppen leisten kann. Vereintes China. So, hier haben wir noch Katapulte. Das ist gut. Also hier greife ich garantiert nicht an. Sieht es noch okay aus. Da kann ich genauso gut von hier kommen. Ja, sollte passen. Ich habe doch keine Feuerpfeile hier. So, erstmal das da. Zusammen schießen. Ein Turm nach dem anderen. Okay. Vorteil, es ist alles ein enger Kampf. Nachteil, es ist alles enger Kampf. Das heißt jetzt Einheit gegen Einheit gegen Einheit. Das wird jetzt richtig übel. Ja, schöner Treffer. Das hat mir gefallen. Aber Turm nicht erwischt. Doch, einer zumindest.
Sehr wie Kavallerie da hinten. Bogenschützen 1, 2, 3, 4. War vielleicht eine blöde Idee, da anzugreifen. Weil ich es aber auch ständig übertreiben muss, echt. So, ein Turm weg. Den muss ich jetzt auch nicht erwischt. Noch 111? Passt. Vollkommen zufriedenstellend. Hat's wieder einen erwischt. Ich würde gern so einen General von Anfang an raushauen. Hier ist sehr viel Kavallerie. Schildwall? Als ob das hilft, wenn da so ein Stein angeflogen kommt. Da die aber so eng sind, müsste das richtig herbe Verluste sein. Also geben. Mag ja gut sein gegen Bogen etc. Also gegen Pfeiler. Aber so. Wird alles erwischt, nur nicht das, was ich wollte. So, wir haben Bogenschützen. Wir haben zumindest Feuerpfeile, wird mir aber auch nicht viel helfen. So, ganze Armee im Vormarsch und das wird jetzt ein richtig langer Kampf. Mittlerer. Zwei Schuss haben sie noch. Halt mal da rein, mitten auf die Kavallerie. Vielleicht treffen sie ja. Ist gut, wenn sie hier den Knüppel hier treffen, da, keine Ahnung, 30, 40 Mann ausschalten. Bogen schießt schon hier, das gefällt mir gar nicht. Also Türmchen. Türmchen schießt also mit. Die Männer brauchen Munition. Bogenschützen, Angriff! Und die erste sind gleich weg. 80. 70. Gehen wir drauf da. Weil was wegrennt, geht mir nicht mehr auf den Wecker. Das ist auch 30, 40, das ist egal. So, diese Miliz. Das erleichtert mir hier vorne dann den Angriff. Ja, so schnell geht so die Miliz runter. Zum Glück kämpfe ich fast nur mit denen. Kavallerie da oben ein bisschen bearbeiten. So, warte mal. Denn die in Reichweite sind dann drauf da. Stopp mal, warte mal, wir können ja hier. Ich tauche mal ganz kurz hier beschießen. Was macht ihr denn? Seid ihr besoffen? Ist egal. So, dann hier, da einmal drauf, fertig. Eigentlich sollt ihr einen Turm hier machen. Jetzt hat er 14, steht. Der daneben hat 92, der brennt zumindest aus, zumindest ein kleiner Turm weniger. Naja. So, da sind die Schwertkrieger sind drauf da. Die treffen es aber kaum. Munition.
Let's start again. Blue Pop sieht. Danke für den Follow. Wie ist das eigentlich, wenn mein Charakter unzufrieden ist? Wirkt sich das auf die Beziehung zwischen ihm und den Kompletten aus? Kann sein, das weiß ich nicht genau. Also kann ich das noch nicht sagen. Aber ihr könnt noch schießen hier. Wenn ihr noch schießen könnt, dann hier Feuer frei. Und die. Die lasse ich jetzt hier auch stehen, die Bogenschützen, damit die jetzt hier kassieren. Damit hier hinten, na, die Jungs da hinten leer werden. Das ist egal. Wenn meine Bogenschützen jetzt abhauen, dann ist mir das egal. Hauptsache, die da hinten sind dann leer. Vielleicht kommen noch andere ran. 1, 2, 3, 4 sind es noch. Wenn die unzufrieden sind, kann es auch bis zum Bürgerkrieg auch hochgehen. Schätze ich mal. Ein General ist vorhin vor einer ganzen Weile schon bei mir abgehauen und war dann ein Mini-Rebell. Konnte ich aber ganz schön platt machen. Einfach jetzt rotzfreche Hersteller, die haben ihren Job erledigt. Das ist egal. Das ist egal. Obwohl das blöd ist, weil das Männer sind, die mir dann fehlen, aber. Das kommt ja einfach dahin. Aber mit denen kann ich immer noch in den Nahkampf gehen. Mehr oder weniger. Und ich brauche die jetzt nachher dann. Weil die Armee ist gleich stark. Okay, hier vorne fehlt es jetzt ein bisschen. Nahkampf. Die machen das, was sie immer machen. Komischen Falltrick. Inneren Turm platt hier kriege ich, den hier vorne aber nicht. Weiß auch nicht warum. Weil sie Idioten sind. Wenn die aber im Kampf eine gute Beziehung haben und dann der eine stirbt, dann hauen die anderen mehr Schaden raus. Das ist der Vorteil. Was war der hier? Kann man natürlich bestimmt irgendwo sehen. Ja, geschworener Bruder, Fernkampf, Blockchance, Ausweich im Nahkampf. Der ist nur zuversichtlich, der hat gar keinen Bonus. Die haben Bonus, also wenn die sich mögen, wäre das besser, als wenn die sich nicht mögen. Muss man ganz klar sagen. So. Ersten Trupp vor und rein da. So, die können später noch mitkämpfen. Die müssen dann nachher mitkämpfen. Schade, dass die keine große Formation mäßig drauf haben, aber das ist ja wurscht. Zumindest Schild. Erste Welle rein. Kann ich noch ein paar Mal machen. Muss ich noch ein paar Mal machen. So, wir schießen Pfeile. Da kommt auch schon Kavallerie. Die Pfeile sind bald leer, das ist gut. Der hat keine mehr. Da hinten sind noch insgesamt drei, sehe ich da. Drei sind okay. Mehr Kavallerie. Kommt die reingeritten? Die machen hier ihren berühmten Trick hier von der komischen Formation. Die kann ich, glaube ich, auch machen. Ne, kann ich nicht. Doch, kann ich. Hier, diesen komischen Schildwall. Angriffresistenz 900%. Fernkampfblockchance 35%. Präsentiert dem Feind einen Wall aus Schilden, eine offensive Formation, mit der man am besten unter Pfeilbeschuss wirken. Die Formation lässt sich jedoch im Nahkampf nicht aufrechterhalten. Jetzt kommt der Kavallerie, das ist nicht gut. Kavallerie ganz zurück. Hier könnt ihr schon mal anstellen. So, die sind sehr müde. Komm, stamm euch dahin. Wird die jetzt ablösen. Kommen wir zwar den Speerträger ran, damit die sich hier erholen. Speerträger, antreten! Los, los! Brauchen wir zwei von denen. Zwei von denen. Kommt dahin. Eins, zwei, drei. Einen von denen. Marsch jetzt schnell! Schwerter zücken! Dahin. Generalität kommt dahin. Ein General brauche ich auf jeden Fall hier vorne hier. Außerhalb des Turm. Außerhalb des Turm. Sehr gut. So, damit die Moral davon hält. So, Speerträger ziehen mal kurz zurück ein bisschen. Also meine Säbeljungs, damit hier jetzt die Speerjungs da vorne sind. Denn die sind kampfmäßig frischer. Die können sich mal kurz erholen.
schonen, sage ich jetzt mal dazu. Marsch jetzt schnell! Weil jetzt haben wir ja Kavallerie vorne. Bei den Kampfherren sind sie natürlich verängstigt durch Feindeinheit, aber General kommt hier ran. Das gibt ja da Moral. So, begeistert, verängstigt durch die feindliche Einheit. Kampfmäßig sollte es aber relativ gleich bleiben. Sollten wir eigentlich, hoffe ich, gewinnen. 142. Scheint, als würden wir vorrücken, oder? So ganz langsam. Ich habe 45 Minuten noch Zeit, 48 Minuten. Das wird ein sehr langer Kampf. Ich muss ja nur mit diesen Jungs da rankommen, dann sind die da down. So gut wie. Die Schwertkämpfer sind aber vielleicht ein Problem. Zuversichtlich Schaden erlitten. Erstmal nur, damit die Kavallerie da wegkommt. Sag mal, wir mixen das. Ja, noch nicht. Noch ist zu viel Kavallerie. 29. 72. Zu 132. Aber die haben ein, zwei Todesmove, habe ich schon entdecken können. Sieht sogar sau cool aus. Irgendwie, wenn die dann so den Schwert da richtig reinstechen zum Gegner. Oder hier, wie der jetzt gerade so drauf mit der Axt und dann weggekickt. Das ist schon nice. Schon ganz nett. Aber die Kavallerie kriegen sie nicht platt, oder? Pfeif. Verängstigt. So, die sind erschöpft. Die sind frisch ran. Zum Verstärken. Die können sich hier in aller Ruhe ausruhen. Die da drüben sind genauso müde wie meine. Aber damit ich hier meine Verluste mal ein bisschen minimiere. Weil die Kavallerie ging sie nicht so richtig platt. Der haut den General ab. Der weiß, was jetzt geht. So, jetzt habe ich Schwertkämpfer und Dings hier vorne an der Front. Also die Jungs mit Schwert. Ich hoffe, dass sie da ein bisschen näher gehen. Wenn der reingeritten kommt, wäre das geil. Dürfen die nicht mehr so verängstigt sein. Zuversichtlich, Schaden erlitten. Ja, ist doch schon besser. Ja, Kavallerie da hinten hat ordentlich gelitten. Das tat weh. General kommt rein. Sehr nett. Speere sind immer noch da. Aber ich kann halt keine Formation machen. Jetzt brauche ich den General. Und den habe ich nicht. Beziehungsweise mal bessere Truppen davon. Aber ich arbeite ja dran. So, beim General müssten die Zahlen eigentlich runtergehen. Naja, in knapp 100er Schritten. Kann also eine Weile dauern, aber ist egal. Meine Schwertkrieger machen das schon. Ja, kannst mal stehen. So, Speere wird ein Stück vor. Weil es ja Kavallerie. Und jetzt geht es hier auch richtig schön down. Wie gesagt, es wird ein sehr langer Kampf. Und die Verluste sind auf meiner Seite derzeit höher als die vom Gegner. Ich habe 400 Mann verloren, der hat 500 verloren, also ungefähr noch gleichbleibend. Das ist noch zu wenig. Aber ich komme ja noch nicht richtig ran, hier ist so viel Kavallerie, das auch. Wenn ich an die vorkomme, nerven dann diese drei Dinger da hinten. Aber das wird richtig wehtun. Zum Glück schießen die Türme nicht mit. Ich würde gerne hier von der zweiten Front mit angreifen und die dann flankieren, aber ich schicke da nie wieder irgendwas durch. Also, das ist mir... Ich will jetzt nicht sagen OP, aber es kommt ihnen sehr, sehr nah. General hat noch 69.000, meine Speerträger davon erhalten. Erschöpft, standhaft, Schaden erlitten. Außer Atem, begeistert General in der Nähe. Sehr schön. So, sehr viele Frontkämpfer an der Front. Ja. Die noch ein bisschen vor, die Nahkämpfer. Die können sich die anderen denken, kurz mal ausruhen ein bisschen. Kommt noch eine Kavallerie rein? Nee, doch nicht. Ja, noch sind 60. Erschreckt ist schlecht. Ziehen nach hinten. Ja, viel davon habe ich aber nicht. So, die sind jetzt kurz ein bisschen... Ne, die sind ohne gut drauf. So, standhaft Schaden erlitten, erschöpft. Die sind wieder fast kampffähig. Frische Truppen kommen rein. Die sind nur müde, bringen sich aber trotzdem ganz gut durch.
Sehr viel Kavallerie, diese bekloppten Axtkämpfer da vorne. Die müssen raus, die müssen weg. Ja, da hat den gerade umgestoßen. Ja, wo ist meine Kavallerie? Ja, so, zack, drauf auf den General. Macht er nicht? Dann ran da. So, die gehen jetzt ein Stück vor. Nahkämpfer werden ein bisschen entlastet. Hoffe ich. Und jetzt sollte der Sieg hier sein. Noch 20 Reiter. Ist er nicht. Der hat noch 36. Wir gehen langsam meine Speerträger aus. Ich habe nur 1, 2, 3, 4er. Ein paar zerquetscht, ne? Und ich bin noch keinen Schritt vorwärts. Zum Glück sind die Türme down. Sonst hätte ich schon lange. Lustig, die gigantisch sind. Da stirbt aber auch keiner hier. Hätte ich jetzt mittlere oder schwere Infanterie, wäre die Sache wahrscheinlich anders aussehen. Wäre ich wahrscheinlich schon lange durch. Aber in drei Runden. Ich muss immer den Kohle ansparen. Warum spielst du das Gefecht so langsam? Ist der Gegner stark überlegen? Das heißt, hier langsam, das ist normale Geschwindigkeit. Wenn ich das so mache, ja, dann, dann habe ich doch keine Kontrolle hier vorne. Dann weiß ich zwar, dass die hier müde sind, dass die jetzt relativ verlieren, aber ich weiß nicht, wie viel die jetzt da drüben verlieren, da muss ich jetzt gucken. Ich meine, spielst du das wirklich so, ja, so 2, 3 Minuten vielleicht, dann zack, 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 zack. Das ist ja schon Mann, das dauert hier Ewigkeiten. Das ist jetzt Präzisionsarbeit. Ich kann hier nicht mit einem Hammer kommen, sondern ich muss jetzt wirklich ganz präzise daran arbeiten. Und ich höre das Kampfgeschrei nicht. Und die Zeit geht trotzdem down. Höchste Geschwindigkeit. So, die ist schon mal sehr erschöpft. Nee, ich meine, ich schicke einfach nur alles rein. Nicht so taktisch wie du. Weil ich will die Verluste. Das ist, hier hinten habe ich noch ein bisschen, damit kannst du locker gewinnen. Das Problem ist aber, Kavallerie, 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 Kavallerie. Ich muss diese Jungs schonen hier, weil davon habe ich nicht viel. Die müssen dann die Kavallerie wieder mitziehen. Und wie du siehst, ich habe schon ein paar Speerträger hier geopfert, 100 Mann. Und den da hinten habe ich auch schon einige verloren. Das Problem ist, dass der hier einen super Mix hat aus, Kavallerie und eben Nahkampf. Mein Mix passt nicht ganz, weil ich sehe mehr Speerträger als Schwertkämpfer. Hier, da ist ein Schwertkämpfer. Da vorne ist einer Schwertkämpfer ein bisschen Nahkampf aufhalten, damit wir meine Schwertträger hier die Kavallerie platt kriegen. Weil Kavallerie ist Schwertkampf überlegen. Schwertkampf ist Schild über, also ja, Speer überlegen. Oder, aber Axt ist halt Axt. Das ist halt ein bisschen blöd. Die 30 wollen hier nicht abhauen. Also kämpfe ich das. Ich möchte so wenig Verluste wie möglich haben, damit die Armee weiter einsetzbar ist, weil ich will ja dann gleich hoch zur Kaiserstadt, die andere Armee, damit ich hier unten weitermachen kann. Was ist hier los? Hab ich mitgekriegt. Das habe ich auch nicht mitbekommen. So, Schwertkämpfer gegen hier Himiliz, Randam. Ja, die ersten fliehen, das ist gut. Bald. Verdammt. Wie viele Pferde liegen hier? Ja, einige. So, das ist jetzt Himiliz. Die sind auseinander. So, hier vorne sind die ersten geflohen. Das ist gut. Das heißt, kann man jetzt Schwerträger und Alu reinschicken. Jetzt kommt hier drüben ein Sperrwall. Hat noch 21. Wollen wir die Speerträger da mal reinkommen? Die feindlichen Krieger rennen. So, die hauen ab. Sonst 19. Jetzt habe ich hier einen schönen Schildwall. Mehr oder weniger. Zumindest gegen Kavallerie sollte das jetzt was bringen. Na. Immer noch nicht 19. Geht nicht down? 18. Das dauert mir zu lange.
Mittlere Schwerinfanterie. Die kann ja ja nicht. Okay, die hauen ab. Jetzt nur General gegen Schwerinfanterie jetzt hier. Komm mal, zackig. Jetzt kommt die Mutter. Kavallerie, Kavallerie. Jetzt kommt der nächste General. Die von uns sind auch schon fast down. Warte, erstmal hier sortieren. Irgendwie gerade falscher Befehl. Komm. Ich wollte Speerträger vorschicken. An euch. Das ist ein Nahkampftrupp, der jetzt noch raus ist. Ich hoffe, der schickt noch mehr hier lang. So, wir verstärken hier eine Front. Die müssen jetzt raus hier. Speerträger, antreten! Speerträger, bereit machen! Töte sie! Macht mir die Kavallerie platt. Ja, der Kampf hier draußen müsste eigentlich schon so gut wie gewonnen sein. Macht sie nieder, macht sie platt. Moin, irgendwo. Kampf hier unten schon so gut wie gewonnen, das ist gut. Noch mehr Kavallerie. Hier liegen die Leichen über. Oh, die Armpferde. So. Eine Kavallerie weniger, das ist gut. Und sammeln, vielleicht kommt der angerannt, weil ich will jetzt nicht hier hinten in die Bogenschützen rein. Ja, das ist der nächste General. Wunderbar. Und seid sehr müde. Auch sehr müde. Schneller! Schwertkämpfer! Lauft! Halt! Nicht da unten rein. Ihr spinnt wohl. Ihr seid wohl bescheuert. Das ist ein Dauer. Wie ich das hier niedergeprügelt habe, ist Weihnachten vorbei. Bis dahin habe ich 10 Einheiten verloren. Mindestens. Was denn? So, nächsten Speerträger rein, damit ich den nächsten hier ein bisschen irgendwie schützen kann. Ein General ist schon raus aus dem Kampf. Bleiben noch zwei. Unsere Männer rennen davon. Ja. Kann ich aber gerade nichts machen. Die enttäuschen gerade, die ganzen Speerträger enttäuschen. Jetzt kommt die Miliz. Die einfache, leichte Jee-Miliz kommt jetzt an. Leichte Hellbarden-Infanterie. Das andere waren immer hier die mittleren. Bin schwer enttäuscht von denen. Vorreiter 26 fährt hier noch. Da ist noch so viel Kavallerie. Da kommt der nächste General rein. Das ist gut. Hier ist ein bisschen Kavallerie. 1, 2, 3. Aber ich habe noch massenhaft Nahkämpfer. Da kommt der nächste hier. Speerträger, bereit machen! Klingen! Das hier fällt mir. Aufpassen! Schneller! Bewegung! Das hier fällt mir, wenn die hier kommt. Das ist richtig gut. So, die kommen an, kämpfen und ich greife dann von der Seite an mit Schwert. So, sie kommen mit dem Ball. Ich habe noch 98 von 160. General steht immer noch mit 18. Das ist doch die Hölle. Nächste Truppe hier rein, komm. Ah, ich könnte meinen General da auch einschicken, aber keine Lust zu. Das ist ein Endkampf. Was brauche ich denn hier, um dann hier den Bogenschützen teilweise zu brennen? Aber Kavallerie lichtet sich, das ist gut. Wir sind eingekreist, die haben leichte Probleme der Axt-Infanterie, so wie es aussieht. Ein Geister-General in der Nähe, außer Atem, sehr müde. Auch außer Atem. Moral aber dufte von denen. Moral ist nicht mehr so frisch. Erschreckt, Schaden erlitten, könnte also bald abhauen, wenn ich Glück habe. Das ist das falsche Game. Was ist das? Hä? Moin, Ballyhude.